Viele Männer tun sich tatsächlich schwer, wenn es um das Thema Hautpflege geht. Und aus dem Grund gehen wir dieses Thema heute einfach mal ganz einfach und entspannt an. Wenn man sich erst um seine Hautpflege kümmert, wenn man einen Pickel bekommt oder unreine Haut hat, dann ist es tatsächlich ein bisschen zu spät. Denn Hautpflege ist so eine never-ending story, ein Prozess, der immer und immer wieder durchgeführt werden muss. Und nicht nur dann, wenn man gerade irgendwie Pickel bekommt oder unreine Haut hat. Und genau zu diesem Prozess solltest du die Basics auf jeden Fall kennen. Denn wir alle wollen natürlich schöne, reine, faltenfreie und hydratisierte Haut haben, oder? Starten wir mit dem Basic-Tipp Nummer Uno. Und zwar, bevor du dir irgendein Hautpflegeprodukt kaufst, solltest du erstmal deinen Hauttyp bestimmen. Viele Männer wissen nämlich gar nicht, was ihr Hauttyp ist. Haben sie trockene Haut, haben sie fettige Haut oder haben sie eine Mischhaut? Ich habe dazu mal ein komplettes Video gemacht, wie man seinen Hauttyp ganz einfach und effizient herausbekommen kann. Mit einer ganz einfachen Methode, mit einem Klebestreifen. Ich verlinke dir das Video auch nochmal in den Infos. Schau dir das gerne an, falls du es noch nicht gemacht hast. Auf jeden Fall ist es unerlässlich, im ersten Schritt erstmal zu wissen, was man für einen Hauttyp hat. Im Punkt Nummer 2 müssen wir tatsächlich über Produkte sprechen. Ich weiß, wir Männer haben keinen Bock auf eine Hautpflegeroutine mit 35 Schritten und 12 verschiedenen Produkten. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber wir müssen in diesem Atemzug trotzdem über Produkte sprechen, denn eine gründliche Reinigung ist einfach die Basis für eine effektive Hautpflege. Eine gründliche Reinigung sorgt nämlich dafür, dass zum Beispiel Verunreinigungen die Haut nicht belasten und macht die Haut auch logischerweise aufnahmefähiger für die anschließenden Pflegeprodukte. Und falls du dir an dieser Stelle jetzt die Frage stellst, womit reinige ich denn meine Haut am besten? Zum Beispiel mit unserem neuen Daily Facial Cleanser. Der ist zum Beispiel angereichert mit Vitamin C, Hyaluronsäure, Tigergras, Aloe und Extrakte wie grüner Tee und Kamillenblüten, wodurch deine Haut optimal gereinigt wird und gleichzeitig auch geschützt wird, ohne sie dabei auszutrocknen. Mit der Reinigung hast du jetzt die Grundlage geschaffen für eine effektive Pflege. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie pflege ich denn meine Haut und womit? An dieser Stelle empfehle ich dir zwei Produkte. Zum einen ein Augengel und zum anderen eine Gesichtscreme. Die Haut unter deinen Augen ist nämlich wesentlich feiner als die restliche Haut und mit einem Augengel beugst du so Augenringen und dunklen Schatten unter den Augen einfach ein Stück weit vor. In unserem neuen Augengel sind by the way auch viele Anti-Aging-Wirkstoffe enthalten, wie zum Beispiel Kollagen, Q10 oder auch Hyaluronsäure. Somit wird deine Haut unter den Augen nicht nur perfekt hydratisiert, sondern so können auch langfristig Fältchen an den Augen reduziert werden. Und zu der Basic-Hautpflege gehört logischerweise auch das restliche Gesicht dazu. Wenn du wie ich jetzt auch schon ein paar Tage älter bist, dann empfehle ich dir auch hier auf Gesichtscremes zurückzugreifen, die Anti-Aging-Wirkstoffe innehaben. A. Erhöht das die Hautelastizität und B. Hat das einen positiven Effekt auf deine Zellerneuerung. Heißt summa summarum, deine Haut reinigen, deine Augen pflegen, dein restliches Gesicht pflegen. Alle Produkte, die du dafür brauchst, verlinke ich dir unten in der Infobox. Und das solltest du am besten zweimal täglich machen, morgens als auch abends. Es gibt, soweit ich weiß, keine wissenschaftlichen Belege oder Beweise dafür, dass schlechte Ernährung gleichzeitig ein Grund ist für Pickel, Akne oder unreine Haut. Aber auch ohne Beweise oder Belege weiß ich für mich, dass wenn ich zum Beispiel sehr fettiges Essen esse, wie zum Beispiel Burger, Pizza oder Pommes, dass ich ein paar Tage später irgendwo wieder einen Pickel habe. Was ich euch damit sagen möchte ist, gerade wenn ihr am Anfang eurer Hautpflege seid, achtet mal darauf, was ihr esst. Und wenn ihr zum Beispiel merkt, dass ihr nach bestimmten Lebensmitteln oder nach bestimmten Food einfach vermehrt Pickel habt oder unreine Haut habt, dann lasst diese Lebensmittel einfach weg. Wenn ihr Muster erkennen könnt, könnt ihr da direkt eingreifen. Und ich meine, grundsätzlich ist es ja eh nicht verkehrt, wenn man sich gesund ernährt. Es geht jetzt noch ein Stückchen weiter und dieses Stückchen weitergehen ist tatsächlich auch immer noch Basic Hautpflege und zwar Peelings. Was ist ein Peeling und was macht ein Peeling? Beim Peeling ist es so, dass grundsätzlich abgestorbene Hautzellen abgetragen werden. Hier wird nochmal unterschieden zwischen einem mechanischen Peeling und einem chemischen Peeling. Ich empfehle euch, alle zwei Wochen einfach mal ein chemisches Peeling zu verwenden, um so eure abgestorbenen Hautzellen abzutragen. Und kommen wir fünftens noch zum LSV. Was ist ein LSV? Das ist der Lichtschutzfaktor. Den möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, gerade wenn ich auch in diesem Zusammenhang über chemische Peelings spreche. Denn wenn du deine erste Hautschicht mit einem chemischen Peeling abgetragen hast, dann solltest du auf jeden Fall danach die nächsten Tage auf jeden Fall Lichtschutzfaktor auftragen, um so deine Haut zu schützen. Aber auch so ist es grundsätzlich empfehlenswert, Pflegeprodukte zu verwenden, die Lichtschutzfaktor innehaben, um so gegen frühzeitige Hautalterung ein Stück weit vorzubeugen. Falls dir an dieser Stelle jemand einfällt, der noch absoluter Beginner ist, wenn es um das Thema Hautpflege geht, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich nämlich sehr freuen, wenn ich mit meinen Videos euch da draußen ein Stück weit weiterhelfen kann. Und dran denken, unsere neuen Hautpflegeprodukte für eure Basic Hautpflege sind jetzt erhältlich und unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne vorbei und auf diesem Wege wünsche ich euch jetzt eine maximal reine Haut und ganz viel Spaß bei eurer Hautpflege.